Frau Präsidentin, guten Morgen, Frau Ministerin. Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes im Bund, auch als Gute-Kita-Gesetz bezeichnet, darf Mecklenburg-Vorpommern 2019 noch mit einer Zuweisung des Bundes in Millionenhöhe für die Kindertagesstätten rechnen. Der von mir befragte Finanzminister verwies mich an Sie. Meine Frage ist, was haben Sie mit dieser zu erwartenden unverhofften Finanzzuwendung, ca. 10 Millionen, zum Jahresende vor Ort zu tun? Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Morgen, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Es ist so, dass aus dem Gute-Kita-Gesetz die Frage des Finanzausschusses ja auch an mich herangetragen wurde, die Antragsunterlagen oder die Vertragsunterlagen Ihnen zur Verfügung zu stellen. Die sind dem Finanzausschuss übermittelt worden. Im Jahr 2019 haben wir die regulären Mittel, die aus dem Gute-Kita-Gesetz und der Umsatzsteueranteile in Höhe von 6,6 Millionen Euro für die Finanzierung der Geschwisterkindregelung genommen. Die Mittel, die Sie jetzt ansprechen, sind Mittel, die aus dem Wegfallen der zukünftigen Finanzierung für die Mittagsversorgung herrühren, die wir für die mittelbare pädagogische Arbeit, also die Vor- und Nachbereitungszeit, unter anderem eingesetzt haben. Ich habe eine Nachfrage. Nein, es geht eigentlich nicht um die Mittel, die regulär kommen, sondern es geht um die zusätzlichen Mittel, die, da gibt es ja Vertragsabschlüsse zwischen Bund und den jeweiligen Ländern und in den Regelungen steht drin, dass praktisch erst, wenn alle Länder diesen Vertrag geschlossen haben, die Mittel fließen und es fehlen noch zwei Länder, die werden aber diesem Jahr noch kommen, sodass also mit diesen Mitteln noch zu rechnen ist, zusätzliche Mittel. Ja, also Nordrhein-Westfalen und Hessen sind die beiden Länder, die noch kommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist der letzte Vertragsabschluss am 20.11. in Hessen geplant, sodass dann alle Verträge vorliegen und auch das Bundesministerium dann alle Verträge veröffentlichen wird. Nochmal, die Mittel, die aus diesem Bereich noch sind, werden wir in weitere qualitative Maßnahmen wie die Vor- und Nachbereitungszeit stecken. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Ministers.